Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als letzter Redner einer breiten, facettenreichen Debatte im Schatten der beeindruckenden Abschiedsrede von Pierre Steinbrück ist es natürlich nicht so ganz leicht, sich thematisch auf etwas zu konzentrieren, was vielleicht einen Abschlussakzent setzen kann. Ich habe mich entschlossen, ein Thema aufzugreifen, was bei der Erarbeitung unseres Antrages durchaus kontrovers diskutiert wurde. Und das ist die Frage des europäischen Zusammenhaltes als eine kulturpolitische Herausforderung. Wir haben uns daran gewöhnt, zu sagen, dass der Brexit gewissermaßen einen Wendepunkt markiert, dass es ein Weckruf für Europa ist und dass die europäische Politik auf diesen Weckruf reagieren muss. Die inzwischen stattgefundenen Treffen und Gipfel, Bratislava, um nur ein Beispiel hervorzunennen, zeigen, wie man im Bereich der Wirtschafts- und Wirtschaftsmarktpolitik, wie man im Bereich der Freizügigkeit, wie man im Bereich der Währungspolitik, der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik versucht, auf diesen Weckruf zu reagieren. Meine Fragen in dieser Debatte sind, ist der Brexit auch ein Weckruf für die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik? Und zweitens, wenn wir dies bejahen, wie sollen wir diesen Weckruf aufnehmen? Die Antwort auf die erste Frage scheint mir relativ naheliegend zu sein. Wir tun gut daran, diesen Weckruf auch als einen kulturpolitischen Weckruf zu betrachten. Denn das ist deutlich geworden, und Pierre Steinbrück hat es ja auch gesagt, allein die Bindekräfte des gemeinsamen Marktes, allein die Bindekräfte der gemeinsamen Währung, allein die Bindekräfte der Freizügigkeit reichen erkennbar nicht aus, um dieses Gemeinschaftsgefühl zu festigen, dass wir für europäische Solidarität, für geschlossene Außenpolitik, für wechselseitiges Verständnis bei Herausforderungen wie der Flüchtlingskrise brauchen. Und deshalb würde ich diese erste Frage uneingeschränkt bejahen und sagen, ja, wir sind gut beraten, auch in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik hier Handlungsbedarf zu sehen und diesen Handlungsbedarf aufzugreifen. Und dies ist auch Gegenstand unseres Entschließungsantrages geworden. Dabei ist natürlich die Frage, in welcher Weise soll es aufgenommen werden? Und hier möchte ich ruhig riskieren zu sagen, wir müssen um eine gemeinsame europäische Identität ringen, die wir nicht in ausreichendem Maße haben. Und wenn wir dies als eine Aufgabe auch der Kulturmittler betrachten, dann stellt sich natürlich die Frage, wie sollen wir hier zu den angemessenen Antworten kommen? Denn die Diskussion ist nicht einfach. Sie fällt in eine Zeit, in der identitäre Bewegungen und Ideologien sich mal nationalistisch, mal ausschließlich europäisch-abendländisch, mal islamophob abzugrenzen und so Identitätsmuster aufzubauen versuchen. Jedenfalls Ideologien, die bewusst den Konflikt mit der Grundwertecharta der Europäischen Union suchen. Die Antwort ist deshalb so schwer, weil ich davon überzeugt bin, dass wir Identität nicht in der Grenzenlosigkeit finden und dass, wenn wir Identität suchen, wir tatsächlich Grenzen unserer Identitätsbezüge suchen müssen. Und wenn es die sind, die Pierre Steinbrück als das normative Konzept des Westens genannt hat. Viele wohlmeinende Akteure, auch in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, flüchten sich geradezu in die Grenzenlosigkeit und weichen der Frage, was ist typisch europäisch, in einer Weise aus, wie ich es jedenfalls so nicht nachvollziehen kann. Diese Debatte um die europäische Identität
fällt auch in eine Zeit, in der nationalstaatliche Leitbilder im Sinne einer antieuropäischen Zielstellung in den Parteienlandschaften Europas revitalisiert werden. Aber die Lehre, die wir daraus ziehen können, ist, dass europäische Identität nur immer als ein Konglomerat nationaler und regionaler Identifikationen verstanden werden kann. Es wäre unklug, weil wir europäische Identität pflegen wollen, nationale Identität zu verteufeln. Wir müssen die Bindekräfte dieses Konglomerats suchen, und dies finde ich für eine sehr wichtige Herausforderung. Und die zweite Frage, die Suche nach der europäischen Identifikation fällt in eine Zeit, in der die östlichen EU-Mitgliedstaaten in der Flüchtlingsfrage Identitätskriterien geltend machen, keine muslimischen Zuwanderer, die im westlichen Europa längst zur Disposition gestellt wurden. Und auch hier empfehle ich uns sehr, dass wir nicht die Schulmeister spielen gegenüber den Osteuropäern, sondern dass wir diese Identitätsfragen, die mit den osteuropäischen Kulturkonzepten verbunden sind, zum Gegenstand eines ehrlichen Dialoges machen. Alle diese Probleme und Schwierigkeiten unterstreichen aus meiner Sicht, dass europäische Identifikation als ein Arbeitsgebiet der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik ernst genommen werden muss. Und nun sind ja einige Ansätze schon genannt worden, Netzwerke wie EUNIC, Kulturhauptstädte Europas. Im letzten Unterausschuss hatten wir eine Vorstellung des europäischen Kulturerbejahrs 2018, wenngleich ich zugeben muss, dass ich von den Darstellungen, die die brandenburgische Wissenschaftsministerin und der zuständige Geschäftsführer machten, etwas enttäuscht war. Ich hätte mir gewünscht, dass es konkreter und auch programmatischer ist, aber der Grundsatz des europäischen Kulturerbejahrs, Europas kulturelles Erbe, ist ein maßgeblicher und unverzichtbarer Bestandteil unserer gemeinsamen europäischen wie auch lokalen Identität. Dieser Grundsatz ist im Sinne des Anliegens nur zu unterstreichen, und ich appelliere, dass wir aus diesem europäischen Kulturerbe ja etwas machen. Es lassen sich weitere Beispiele nennen. Ich habe mein beliebtes Beispiel der deutschen Minderheiten, die nicht als Außenstellen nationaler deutscher Selbstdarstellung, sondern als Zeugen der Vielfalt europäischer Siedlungsgeschichte betrachtet werden können. Ich will nur beispielhaft erwähnen, dass ich jetzt gerade in diesen Tagen gehört habe, dass die Stiftung Kirchenburgen in Rumänien unter der Schirmherrschaft des rumänischen Staatspräsidenten und deutschen Bundespräsidenten steht. Dies begrüße ich sehr und betrachte ich auch als eine besondere Verpflichtung. Und ich will nur, um auf die Polemik von Herrn Dehm zu reagieren, die östliche Nachbarschaftspolitik, für deren Aufstockung wir uns eingesetzt haben, beispielhaft erwähnen. Die Frage, wie wir zu unseren östlichen Nachbarn die Hand ausstrecken, wie wir gesellschaftspolitische Konzepte mit ihnen diskutieren, ist eine entscheidende Frage für das europäische Selbstverständnis und eine große Bewährungsprobe für die europäische Identitätssuche. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.